Liebe Architektinnen und Architekten zum heutigen Webinar der Architects for Future. Heute geht es mal wieder um das Thema Holzbau. Bei uns ist heute die Architektin Beatrice Kopf neben mir im Bild zu sehen. Hallo. Hallo. Das Thema Holzbau, wie gesagt, wir haben einen kurzen Überblick zum Thema Holzbau und dann geht es um gute gebaute Beispiele mit Aufstockungen, Erweiterungen in Holzbau und Fassaden in Holzbauweise. Und dann gehst du im Anschluss auch nochmal auf das Thema mögliche Schäden im Holzbau ein. Mhm. Ja, ihr könnt gerne Fragen stellen während des Webinars. Die Fragen, die werden dann im Chat gesammelt und im Anschluss nochmal beantwortet. Und dann können wir auch noch ein bisschen diskutieren. Mhm. Gut. Genau. Dann möchtest du dich vielleicht kurz noch vorstellen, Bea? Ja, also mein Name ist Beatrice Kopf. Ich bin Architektin in München, Pasing, also im Westen von München. Das Büro führe ich gemeinsam mit meinem Mann. Wir sind gemeinsam selbstständig seit 99, davon seit 2002 hier in München. Und wir haben uns 99 bereits eigentlich auch mit der Intention selbstständig gemacht, ökologisch zu bauen. Und im Laufe der Zeit haben wir uns immer mehr auch auf den Holzbau beschränkt. Spezialisiert. Beim Neubau vor allem, weil sich einfach der Holzbau als für uns die bessere Bauweise gezeigt hat. Immer wieder in vielen Fällen. Und aber auch gerade dadurch, dass wir hier halt in München im Ballungsraum sind, bauen wir auch extrem viel im Bestand. Da bietet sich der Holzbau vor allem natürlich bei den Erweiterungen und auch bei den Aufstockungen an. Und mein Mann, der ist vor einigen Jahren quasi ausgestiegen aus der Architektur. Der macht inzwischen fast nur noch Gutachten, Schadenssanierungen mit der Spezialisierung Holzbau und Holzschutz. Und aus dieser Praxis haben wir natürlich auch viele spannende Fälle und davon habe ich auch heute einen mitgebracht. Ja, sehr schön, spannend. Das ist auch eine gute Kombination. Ja, optimal. Gut. Dann also aus Schäden anderer kann man hervorragend lernen. Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, das ist auch das Schöne, das Wissen hier zu teilen im Webinar. Da dürfen wir jetzt auch alle von profitieren. Und ich bin gespannt, was da vielleicht noch von anderen an Erfahrungswerten dazukommt. Also ich glaube, aus Schaden wird man klug, sagt man ja so schön. Mhm. Aber das Wissen muss eben auch geteilt werden. Also freue ich mich, dass du heute hier im Webinar bist. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich hatte jetzt bei der Vorbereitung des Vortrags, muss ich einen kleinen Spagat machen, weil die bei den Architects for Future, soweit ich weiß, sind auch einige dabei, die noch wenig Erfahrung haben mit Holzbau und also einige Jungarchitekten, sogar einige Studenten sind dabei. Ich hoffe, das stört jetzt gerade nicht, mein Anrufbeantworter ist gerade im Hintergrund angegangen. Und andererseits haben wir natürlich jetzt hier wahrscheinlich gerade bei den Zuhörern einige, die selber auch schon Holzbauerfahrung gemacht haben. Deswegen der kleine Spagat zwischen, ich hoffe, ich langweile nicht mit so viel Basics und überfordere die gar keine Erfahrung mit Holzbau haben, nicht mit Details. Und ich hoffe, ich bewege mich dazwischen. Und ich hoffe auch, dass das vom Tempo her jetzt klappt. Ich werde so ein bisschen durch die Basics durchfliegen, um dann möglichst schnell zu den Projekten zu kommen, weil ich glaube, das ist für alle Beteiligten hier eher das Spannende. Ja, hier jetzt da wollte ich uns eigentlich vorstellen, aber das haben wir jetzt gerade eben schon gemacht. Deswegen können wir diese Folie gleich mal überspringen. Es geht in diesem Vortrag vor allem um Aufstockung und die Schaffung von Wohnraum. Und wir haben jetzt einfach aktuell das Problem, dass Baugrundstücke immer schwerer zu haben sind, gerade hier in Ballungsräumen. Also hier in München ist das gerade echt eine Katastrophe. Man sieht hier Grundstück 1000 Quadratmeter, 3 Millionen Euro ist hier in München tatsächlich als Baugrundstück keine Seltenheit.
bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. Und dazu kommt noch, dass man natürlich Frei- und Grünflächen auch gerade im Ballungsraum nicht weiter verdichten sollte, damit die auch weiter für die als Lunge der Städte zur Verfügung stehen. Jetzt fehlt mir gerade, da wollte ich eigentlich hin, auf diese Folie. Auf Deutschlands Dächern liegt ein Potenzial von 1,1 Millionen neuer Wohnungen, sagt der Professor Tichelmann von der TU Darmstadt. Zumindest habe ich das dort in einer Expertise gefunden von 2016 und fand diese Zahl doch mal ganz schön spannend. Und wer weiß, jetzt mit der Novellierung der Bayerischen Bauordnung, vielleicht ist da sogar noch ein bisschen mehr rauszuholen. So, warum bietet sich dann gerade der Holzbau an für Aufstockungen? Also das eine ist, also einfach aus technischer Sicht hat Holz ein extrem geringes Eigengewicht und bietet sich dadurch statisch für einen Altbestand oft an, der halt Mauerwerksbau vielleicht gar nicht mehr verkraften würde. Und zudem hat er eine extrem hohe Festigkeit, sodass man ihn auch das Holz auch für tragende Bauteile verwenden kann. Und durch den sehr hohen Vorfertigungsgrad hat man zudem eine verkürzte Bauzeit gegenüber Mauerwerksbau, erfahrungsgemäß etwa 65%. Und dadurch kann man gerade bei bewohntem Bestand extrem schnell wieder einen regendichten, wetterdichten Zustand herstellen. Also sprich Altbestand, altes Dach runter, die Aufstockung rauf, ist auf den wenigen Tagen möglich. Also hier haben wir, also gerade bei dem Beispiel, dessen Foto wir hier sehen, da war das wirklich so, dass wir innerhalb von 3 Tagen das alte Dach abgerissen haben und 2 Geschosse aufgestockt haben, einschließlich Dach. Also auch das Dach wurde vollständig vorgefertigt im Werk. Und das ist natürlich toll, wenn man dann sich das Abplanen spart und mit das richtig aufwendige Abplanen. Dann muss man kurz provisorisch abplanen. Man kann schön Wetterphasen einplanen. Oh, wir haben Zuwachs bekommen. Hallo? Komm. So. Okay, dann setz ich mal fort. Sind Sie hallo Sebastian, sind Sie vom Stammtisch rübergekommen? Darf ich das mal fragen? Ja, hallo, jetzt habe ich das nicht ganz verstanden. Hallo. Können Sie es bitte wiederholen? Ja, ob Sie vom Stammtisch rübergekommen sind? Oder du? Hier ist gerade Architects for Future Stammtisch derzeit, gleichzeitig in München, das ist so ein bisschen schiefgelaufen in der Organisation. Und die Christina Parz wollte jetzt noch Stammtischmitglieder einladen, auf die wir jetzt noch gewartet haben so ein bisschen. Aber wenn du das nicht weißt, dann kommst du nicht vom Stammtisch. Nein, das weiß ich nicht. Ich bin aus Münster. Ich bin in der Ortsgruppe Münster. Ach so, hallo. Ja, schöne Grüße nach Münster von München. Hallo, dankeschön. Hallo. Okay, ich würde es aber trotzdem empfehlen, einfach damit die Übertragung besser klappt, das Video besser auszuschalten. Prima, okay. Dann hallo Sebastian. So, wir waren bei den Vorzügen des Holzbaus für die Aufstockungen. Und jetzt halt gerade bei der extrem kurzen Bauzeit, wie gesagt, 65% gegenüber Mauerwerksbau. Dadurch ist der Bestand nicht so lange der Witterung ausgesetzt. Das aufwendige Abplanen kann entfallen und der Bestand kann in der Regel auch weiter genutzt werden. Und die Lärm- und Schmutzbelästigung der Bewohner und der Nachbarn wird auch erheblich verkürzt. So, dann Holz ist leicht.
Das hat man ja eingangs schon mal gesagt. Und wenn da, wo ich sonst nur vielleicht ein Geschoss hätte aufstocken können oder vielleicht auch gar nicht hätte aufstocken können aus statischen Gründen, da bekomme ich zwei und wie hier in dem Beispiel sogar drei Geschosse runter. Bei dem Beispiel hier, wie gesagt, da waren drei Geschosse in der Ausstockung geplant, auch bereits genehmigt, leider aus Kostengründen hat der Bauherr das bis heute nicht realisiert, was wir sehr schade finden. Das sollte ein Hotel hier in der Münchner Innenstadt werden. Wie gesagt, Genehmigung ist erteilt. Statisch hätte es auch funktioniert. Tja. So, auch Holz ist leicht. Das heißt, also auch gerade bei der Tragfähigkeit von Trägern kann man das sehr schön nachvollziehen. Wir haben hier in diesem Beispiel links ein Nadelholz, dann daneben rechts ein Laubholz, eine Buche, die sich gerade sehr stark etabliert im Holzbau für tragende Bauteile. Dann haben wir im Vergleich einen Stahl und einen Stahlbeton. Wie man sieht, Stahlbeton ist tatsächlich in der Dimension wesentlich größer. Mit Stahl kann man tatsächlich schmaler werden, kleiner werden. Jetzt ist jetzt ein IPE, aber man kann zum Beispiel mit einem HIA oder so noch geringer in der Höhe werden. Dadurch wird der Stahl auch oft verwendet oder auch eine Kombination aus Stahl und Holz, wenn man filigrane Tragwerke haben will. Aber der Stahl ist natürlich auch wesentlich schwerer, was dann wieder Auswirkungen auf das Gesamttragwerk hat. Man sieht hier im Vergleich zum Nadelholz das dreifache Gewicht und der Stahlbeton hat sogar das sechsfache Gewicht. Das ist natürlich immens. So, Wärmeschutz, ja, die Folie wollte ich. Ja? Ganz kurz. Ja? Ich habe mal die Gelegenheit, dass du hier eine Folie wechselst. Man sieht so ein paar dunkle Balken im Bild. Könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass du nicht deinen gesamten Bildschirm freigegeben hast, bestimmte Bereiche hier Kannst du das nochmal neu starten, bitte? Ja, Moment. Starten, stoppen. Mhm. Genau. So. Bildschirm. Moment, erweitert. Das müsste die erste Option sein. Der gesamte PC. Basic Bildschirm. Oder Bildschirm. So, das mal. Keine einzelne Anwendung. Nee. Okay. Da hat sich noch nichts getan. Bildschirm. Im Zweifel einfach stoppen und nochmal neu starten. Beim Neustarten ist es definitiv die erste Option. Kann ich auch stoppen. So. Nee. Diese Balken sind immer noch da. Die Balken sind immer noch da, okay. Dann nochmal auf erweitert. Erweitert, nicht Teil des Bildschirms, nur Computer drin innerhalb von zweiter Kamera. Nee. Erweitert. Aber da habe ich jetzt nur den Computer drin. Nee, ich will nicht Teil des Bildschirms. Ich will ja den gesamten Bildschirm. Genau. Basic Bildschirm. Vortrag Aufstockung. Teilen. Es ist immer noch der Balken zu sehen. Hast du, im rechten Bildbereich oder Bildschirmbereich noch irgendetwas ein hochkantlängliches Fenster oder diese Teilnehmerliste vielleicht? Oder? So, jetzt besser? Ja, genau. Das hat den Balken verursacht. Ah, okay. Okay, jetzt muss ich aber jetzt wieder zurückgehen. So. Hast du einen Mac? Nein. Nein, okay. Nein. Na gut, dann kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Das hatten wir vorher noch nie, aber okay. Man konnte aber bisher alles gut erkennen. Und wollte ich gerade fragen, soll ich noch mal zurückgehen?
Also ich denke, man konnte es gut erkennen. Das war wirklich nur am Rand der Folie. Okay. Die Balken sind jetzt weniger, sind aber immer noch welche da, aber es geht. Eine Option ist, ins PowerPoint reinzugehen. Ich bin jetzt im PowerPoint. Bildschirmpräsentation und zu klicken. Bildschirmpräsentation einrichten. Ah, okay, Moment. Jetzt muss ich mal. Ach so, das wird gar nicht von Zoom aus. Ich glaube, das hängt eher an der Art, wie PowerPoint eingestellt ist. Okay. Super. Dann Ansicht durch eine Einzelperson, in Klammern Fenster anklicken. Ah, super, vielen Dank. Okay, und das Ganze neu freigeben. Also einmal komplett rausgehen aus der Bildschirmfreigabe und noch einmal neu freigeben. Okay. Wow. Dann haben Sie direkt schon so ein Workaround hinter sich, oder? Wie kommt man denn auf so eine Lösung? Das ist ja klasse. Hat nicht geholfen. Da liegt es eher an der Übertragungsrate. Dann hilft nur PDF draus machen und das Ganze. Ist es denn schlimm mit den schwarzen Balken? Jetzt sieht man zumindest die ganzen Folien. Jetzt sieht man zwar auch den ganzen Bildschirm, aber jetzt sieht man zumindest die ganzen Folien. Moment, ich kann es aber, ich probiere es nochmal. Wenn ich jetzt. Moment. Wie sieht es denn jetzt aus? Ja, jetzt ist der Titel weg. Also da erscheinen immer neue Balken. Ich glaube, das liegt eher an der Bandbreite. Das, was jetzt oben am oberen Rand war, ist dieses Bedienpanel von Zoom. Das wurde dadurch verdeckt, also durch diesen Balken verdeckt. Und Bea, wenn du jetzt nochmal an den oberen Bildschirmrand gehst, dann wird das wieder eingeblendet. Mittig aber auf dem grünen Balken. Da, ja, genau, jetzt wird es wieder eingeblendet. Ah, und wenn man mit der Maus weggeht, dann wird es wieder ausgeblendet. Also es ist schon so, dass hier bestimmte Dinge, die Beatrice sehen kann und wir nicht sehen sollen, dass die hier durch diesen Balken ausgeblendet werden. Aber wenn die Maus still bleibt auf der Folienmitte, dann müsste jetzt so alles funktionieren. Okay, Magic. Thema, ich gehe wieder raus. Dankeschön, danke. Super, ja, sehr gerne. So, jetzt haben wir ja alle einen kleinen Zoom, PowerPoint, Schnellsupport bekommen. Gut, vielen Dank. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alle die Folien gut sehen, ohne schwarze Balken. Ja, aber du warst da eine Folie davor. Ich hatte dich unterbrochen bei der Folie mit den Dämmstärken im Vergleich. Ja, aber das war hervorragend, weil diese Folie wollte ich eigentlich ausblenden. Oh, wunderbar. Hat vergessen. Dann blende ich mich jetzt auch wieder aus und freue mich. Immer. Ja, die war, das ist eine Folie, die habe ich, also die ich jetzt gerade eben ausgewendet habe, die ist noch von einem Endverbrauchervortrag, der hier auch die, für den ich diese Folien auch oft verwende. So, jetzt geht da unten der Balken wieder rein. So, ich halte jetzt die Maus still, damit der Balken nicht wieder kommt. Möchte jetzt hier zum selben Thema einfach mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und zwar geht es darum, dass das Holz einfach dadurch, dass es, oder der Holzbau, gerade der Holzständerbau, dadurch, dass er extrem hohe Dämmwerte hat, natürlich auch gerade eine wesentlich bessere Flächennutzung ermöglicht. Also ich habe jetzt hier mal im Vergleich eine Holzständerwand mit dem U-Wert von 0,14 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Im Vergleich mit einer Proton-Ziegelwand, einem Wienerberger T7. Und während ich mit dem Proton 49 cm plus Putz benötige, komme ich bei der Holzständerwand gerade auf 36,5 cm. Beide mit einem U-Wert von 0,14. Und ich habe spaßeshalber auch mal im Übrigen mit dem Online-Programm Uberkurs auch mal hier das Treibhauspotenzial und den Primärenergiefaktor gerechnet. Also die Primärenergie nicht erneuerbar beim Holzbau liegt bei, hoppala, oh nein, jetzt habe ich geklickt, Entschuldigung, ich muss mal gestern nicht zurück. So. Also, die Primärenergie beim Holzbau
liegt bei 93 Kilowattstunde und dagegen bei Mauerwerksbau bei 298 Kilowattstunde pro Quadratmeter und das Treibhauspotenzial beim Mauerwerksbau bei 93 Kilogramm CO2-Äquivalent und beim Holz bei minus 54, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, bei minus 54 Kilo CO2-Äquivalent. Also sprich, das Holz speichert sogar CO2. Jetzt kommt der Balken oben rein, obwohl ich die Maus nicht bewegt habe. Also nicht wundern, wenn da oben wieder jetzt ein schwarzer Balken war. So, und wie gesagt, Holzständerwand 36,5 cm und dagegen Protonen über 50 cm. Ach, der Balken kommt immer rein, wenn noch jemand hinzukommt. Gut, dadurch kann man natürlich gerade auch im urbanen Raum wirklich extrem viel Fläche gewinnen. Und das ist auch ein wesentlicher Vorteil im Holzbau. Was wir gerade gesehen haben, Holz bindet große Mengen CO2. Und deswegen fördert die Stadt München auch den Holzbau mit einem Bonusprogramm. Das heißt, es gibt 20 Cent pro Kilogramm verbautes Holz oder Holzwerkstoff, also auch Dämmstoffe werden gefördert. Voraussetzung ist, dass es regionale Rohstoffe sind, also im Umkreis von 400 Kilometern oder FSCE oder Nature Plus zertifizierte Baustoffe. Und das Ganze ist ein Zusatzprogramm, das heißt, Voraussetzung ist auch die Teilnahme an einem anderen Förderprogramm, des Förderprogramms Energieeinsparung der Stadt München. Da ist zwar jetzt eine regionale Förderung, aber vielleicht auch eine Anregung für andere Städte und Gemeinden. Ich finde das nämlich ein super Programm, weil dadurch wird tatsächlich auch also eventuelle Mehrkosten, die durch den Holzbau entstehen, gegenüber jetzt dem Mauerwerksbau, werden dadurch tatsächlich kompensiert. Und nicht nur, wie das ja bisher immer hieß, durch den Zeitfaktor, durch die schnellere Bauzeit. Ja, dann ein weiterer Vorteil, Holzbau ist trocken. Ich bringe nicht so viel Feuchtigkeit in das Gebäude ein, wobei ich gestehen muss, dass ich nichtsdestotrotz auch oft mit Nassestrich arbeite, also nicht immer nur mit trockenen Bauweisen. Aber das muss man natürlich auch dann beachten, wann bringe ich den Estrich ein und wie sind dann auch die Umstände gerade aktuell in der Bauphase. So, dass ich das beachte, dass ich halt auch die Feuchtigkeit rausbringe. Ja, beim Mauerwerks- oder Betonbau bringe ich natürlich extrem viel mehr Wasser ein, dass ich dann auch später auslüften muss wieder. Also bei einem Einfamilienhaus habe ich mal gelesen, sollen es angeblich noch 15.000 Liter sein, die man nach Bezug noch auslüften muss. Und insgesamt werden etwa 50.000 Liter pro Einfamilienhaus verbaut. So, hier nochmal kurz im Überblick, Zusammenfassung von dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Also die Vorteile sind einmal die extrem kurze Bauzeit, 65% Einsparung gegenüber Mauerwerksbauweise. Dann Holzbau ist leicht, dadurch ist es auf schlecht tragfähigem Bestand, ist die Aufstockung dann auch möglich. Und wir gewinnen Wohn- und Nutzfläche durch die schmalen Außenwände. Ökologie durch den geringen Primärenergiebedarf und die Bindung von CO2. Wir haben sehr gute energetische Qualitäten durch die hohen Dämmeigenschaften und wir haben eine trockene Bauweise. Für die meisten von euch mit Sicherheit nichts Neues, aber man kann das vielleicht auch so mal dann weitergeben, wenn man ein bisschen Fakten an die Hand braucht, um einen Bauherrn zu überzeugen. Ja, kleiner Exkurs zum Baurecht, gerade zum Thema Aufstockung und Erweiterung. Da ist natürlich einige Bestimmungen, Satzungen zu beachten. Das ist in erster Linie mal das Abstandsflächenrecht, auch sehr spannend im innerstädtischen Bereich. Da kann man ganz oft auch mit Abweichungen noch was erreichen.
Und gerade hier in München ist es natürlich jetzt auch spannend mit der Novellierung der Bayerischen Bauordnung. Da werden voraussichtlich die Abstandsflächen von einer Höhe auf 0,4 Höhen verringert. Das Problem haben die anderen Bundesländer nicht gehabt, was wir haben. Also ich glaube, Bayern war bis jetzt noch das einzige Bundesland mit einer vollen Höhe bei den Abstandsflächen. So, dann natürlich örtliche Satzungen, Bebauungspläne müssen beachtet werden, Stellplatzbedarf ist, ja? Hallo? Jemand wollte gerade was sagen? Ich glaube, irgendjemand hat noch das Mikro an und das wäre vielleicht ganz gut, das auszuschalten. Ich habe es jetzt mal selbst gemutet. Ich hoffe, dass ich da niemandem das Wort abgeschnitten habe. Wenn es so sein sollte, dann könnt ihr euch auch gerne wieder laut schalten. Aber im Nachgang, also ich glaube, das war das Mikrofon von Cindy oder von Niklas, also ihr könnt auch gerne im Nachgang eure Fragen nochmal stellen oder jetzt auch im Chat. Das wird gesammelt und am Ende beantwortet. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, ein Punkt ist der Stellplatzbedarf natürlich, der gerade hier in München und wahrscheinlich auch in anderen Ballungsräumen schon die ein oder andere Erweiterung, Aufstockung tatsächlich verhindert hat. Man kann nicht überall hier in München Stellplätze ablösen. Aber was jetzt wirklich spannend ist, also auch die Stadt München, die zieht da mit, das ist jetzt hier das Mobilitätskonzept, das, so hoffe ich, auch andere Städte und Gemeinden landesweit anregt, oder vielleicht gibt es das ja auch schon, nämlich man kann hier den Stellplatzbedarf verringern, wenn man nachweisen kann, dass man zum Beispiel Carsharing-Stationen anbietet, dass man Ladestationen für E-Bikes anbietet. Also wenn man einfach alternative Mobilitätskonzepte nachweisen kann, auch nahegelegene öffentliche Verkehrsmittel können dazu führen, dass man den Stellplatzschlüssel verringern kann. Ja, und ein weiteres Thema ist natürlich der Bestandsschutz. Gerade durch Aufstockungen kann man in vielen Fällen die Gebäudeklasse erhöhen. Und das führt dann natürlich zu Auflagen, gegebenenfalls sogar für den Bestand. Oft hat der Bestand trotzdem einen Bestandsschutz und man muss dann nur die Aufstockung dann nach den neuen Brandschutzbestimmungen erstellen, aber das ist nicht immer so. Ja, das muss man dann halt abstimmen mit den Behörden. So, jetzt hier auch mal ein kleiner Exkurs nochmal zum Brandschutz. Gut, F30 ist bis Gebäudeklasse 3 ist ganz problemlos herstellbar. F60 wurde tatsächlich eingeführt, um den Holzbau im Geschossbau bis Gebäudeklasse 4 zu ermöglichen. Und F90 ist heutzutage auch überhaupt kein Problem mehr, oder schon seit längerem kein Problem mehr, meistens durch Kapseln, also sprich, da wird das Holz zum Beispiel in den Gipsfaser eingeschlossen und halt in F90 verkleidet. Oder auch Holzhybridbauten, also Holz-Beton-Hybridbauten, werden auch oft realisiert, also sprich, dass zum Beispiel das Treppenhaus in Beton erstellt wird. Das zum Beispiel haben wir dann auch gleich. Ja, jetzt kommen wir zu den Projektbeispielen. Also ich bin jetzt halt die Basics, wie gesagt, ein bisschen durchgeflogen, damit wir jetzt zu den Beispielen kommen. So, als erstes Beispiel habe ich ein kleineres Projekt. Ein Haus auf Omas Häuschen, eine Situation, die halt hin und wieder mal vorkommt. Also sprich, wir haben hier wirklich der Oma ihr kleines Häuschen. Baujahr war 1928 für den vorderen Bereich und dann ist später in den 70er Jahren noch ein Flachdachanbau hinten angebaut worden. Dadurch hatten wir eine relativ hohe Fläche. Dann gab es eine fünfköpfige Familie, also die Tochter der Gebäudeeigentümerin, die dringend ein Haus benötigte
Und Baugrund in München ist extrem teuer. Und da bot sich dann die Idee an, können wir nicht auf der Oma ihr kleines Häuschen unser Haus draufsetzen. Und wir haben es baurechtlich geprüft, wir haben es statisch geprüft und wir konnten tatsächlich 2 Geschosse realisieren. Hier sieht man es in der Entwurfsphase. Dieses Laternendach ist tatsächlich den Abstandsflächen geschuldet. Deswegen sind wir mit dem Dachgeschoss noch mal ein Stück zurückgesprungen. Und hier sieht man die Grundrisse. Es wurde sogar noch ein Aufzug vorgesehen, der wird aber erst später nachgerüstet. Den gibt es zum Glück bis heute auch nicht, weil der Hintergrund ist, dass die Bauherrin an MS erkrankt ist und den Aufzug erst dann nachrüsten wollte, wenn sie tatsächlich im Rollstuhl sitzt. Und da das bis heute noch immer nicht der Fall ist, was sehr erfreulich ist, gibt es auch den Aufzug noch nicht. Das Treppenhaus wurde genau über dem bestehenden Treppenhaus errichtet. Auch so als kleiner Tipp. Treppen würde ich nur im Bestand immer nur im äußersten Notfall verlegen, weil gerade Treppen, also wenn man anfängt, Treppenschächte zu verlegen, dann wird meistens eine Sanierung nicht mehr kosteneffizient und dann lohnt sich das in der Regel nicht mehr und dann ist es oft kostengünstiger, wenn man so weit in die Tragradstruktur eingreift, dann doch neu zu bauen. Ja, hier ist die Ausführungsplanung. Also sprich, das ist jetzt auch bereits der Abgrundplan des Holzbauers. Auch ein wesentlicher Punkt im Bestand. Ich lasse immer den Holzbau, das Holzbauunternehmen selber den Bestand nochmal komplett aufmessen und selber auch die Abgrundpläne erstellen, die wir dann wieder als Grundlage nehmen für unsere Ausführungsplanung. Ja, hier werden dann die Holzbauteile vorgefertigt für die Aufstockung. Und hier werden sie geliefert. Man sieht in dem rechten Bild, wie dann auch gleich, also wieder auch tatsächlich die Dachbauteile komplett geliefert werden in Platten und innerhalb von 2 Tagen, also innerhalb von einem Tag wurde das Bestandsdach abgebrochen. Innerhalb von 2 Tagen wurden beide Geschosse dann aufgestellt, regendicht. Also einschließlich Lattung, wie man hier sieht. Fenster wurden nachträglich eingebaut. So, und was kann schieflaufen? Also, deswegen wollte ich jetzt dieses Projekt auch zeigen. Das war nämlich auch sehr spannend, ausgehend am Wochenende, was passiert ja immer am Wochenende. Ich glaube, es war sogar noch ein langes Wochenende mit Feiertag. Auf jeden Fall rief die Oma an, die tatsächlich während der gesamten Bauzeit im Erdgeschoss wohnen geblieben ist, rief sie an, ja, bei ihr kommt der Putz von der Decke. Und dann fuhren wir dahin und haben uns das angeguckt und haben uns gedacht, oh je, was ist da passiert? Mein Gott, wir haben es auch alles vorher angeguckt, es wurde statisch berechnet, es hatte doch alles gestimmt. Ja, und das ist passiert. Also hier sieht man es. Und zwar war tatsächlich der Boden uneben. Und dadurch, was die Längswand im Grundriss, den wir vorhin gesehen konnten, die war als Linienlast gerechnet. Aber stellenweise stand die halt nicht voll auf der unteren Bestandswand. Also haben dann die Zimmerleute einfach ein paar Ziegelsteine genommen und die unter die Wand geschlagen und dadurch aus einer Linienlast eine Punktlast gemacht. Und dort, wo diese Punktlasten auftraten, da hat das Mauerwerk nicht nur weggesprengt, sondern es hat zusammengedrückt wie ein Schwamm. Also die Wände sind 80 Jahre alt oder waren zum Zeitpunkt des Bauvorhabens über 80 Jahre alt. Jetzt sind sie noch älter und sie wurden, also der Mörtel
dazwischen, der war halt auch inzwischen versandet. Und es hat zusammengedrückt wie ein Schwamm. Also da ist uns auch so ein bisschen mau geworden. Aber man kann alles lösen. Das haben wir auch hier gemacht. Also wir haben dann auch nach Hinzuziehen des Statikers haben wir dann halt Teile des Mauerwerks dann ausgelöst, haben das Ganze abgefangen und ausbetoniert. Ja, und so sieht dann der Rohbau aus von innen. Die Wände wurden nachträglich, das sieht man in den Löchern, die wurden nachträglich ausgeflockt. Es gibt verschiedene Verfahren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Wände, also in dem Fall hier wurden sie mit Zellulose ausgedämmt, aber wir verwenden auch häufiger flexible Holzweichfaser in der Konstruktionsebene und die ist dann tatsächlich auch schon fertig in den Wänden drin, wenn die geliefert werden. Es gibt auch andere Vorfertigungsgrade, da wird dann auch die flexible Holzweichfaser erst vor Ort eingebracht. Ja, hier auch nochmal Fotos von Rohbau innen. Hier außen, hier wird dann schon bereits eingedeckt, die Dachflächenfenster sind drin. Ja, dann wir haben in die Aufstockung haben wir eine Wandheizung eingebracht. Hier rechts sieht man die Fermacell-Platten, also Gipsfaserplatten mit den Heizleitungen drin. Links die Heizverteilung. Und Innenausbau. Rechts ein trockenes Bodensystem mit Holzweichfaser. Das ist ein System von Pavatex. Ich glaube, Pavatex Floor nennt sich das. Oder zumindest hieß es das mal. Ich glaube, die heißen inzwischen anders. Ich glaube, die heißen inzwischen Pavatherm Floor. Aber das kann man nachschauen. Das sind Mut- und Feder Holzweichfaserplatten. Und dazwischen die Lattung, ebenfalls Mut und Feder. Und auf diese Lattung werden dann die Massivholzdielen verschraubt. Ist ein schönes, trockenes System. Darunter haben wir eine Schüttung. Und das geht super schnell, trocken und ja, sieht dann so aus, wenn es fertig ist. Ja, so sieht das ganze Gebäude fertig aus. Leider nicht ganz so, wie wir es geplant haben. Schiebeläden wurden gespart, aber so ist das natürlich oft in der Realität. Wird hier oben das mittlere Fenster, da ist dann später der Aufzug geplant. Also hier ist der Aufzugsschacht dann geplant außen vor. So, jetzt das nächste Projekt. Erweiterung, Aufstockung eines Hotels. Das hier ist der alte Gasthof. Und dieser alte Gasthof, der hatte hinten, im hinteren Bereich, sieht man hier, aus den 70er Jahren ein Gebäudekomplex, in dem die Hotelzimmer untergebracht waren, zumindest im ersten und zweiten Obergeschoss. Im Erdgeschoss gab es Garagen und einen Saal, der aber so gut wie gar nicht mehr genutzt wurde. Und geplant war, also erst einmal auf diesen Querriegel, auf diesen 70er-Jahre-Schotten-Betonbau eine Aufstockung, also ein Geschoss aufzustocken mit Hotelzimmern in Holzbauweise, dann diese beiden Baukörper, den alten Gasthof und diesen Hotelanbau, die miteinander zu verbinden, barrierefrei. Also die Geschosse hat natürlich alle unterschiedliche Höhen. Und das Erdgeschoss dieses Hotelanbaus sollte umgebaut werden zu Hotelzimmern. Das war der erste Bauabschnitt, den haben wir abgeschlossen. Wir haben auch abgeschlossen diesen Verbindungsbau in Hybridbauweise. Also sprich, wir hatten einen Treppenhauskern in Betonbauweise und die Außenhülle und die
Geschossdecken in Holzbauweise und die Aufstockung in Holzbauweise, die wurde bis dato noch nicht durchgeführt, weil es kostenmäßig eine böse Überraschung gab und sich deswegen der Bauherr jetzt erst einmal finanziell wieder ein bisschen erholen muss von den Baumaßnahmen. Das war aber relativ früh klar und er wollte das trotzdem durchziehen. Also es haben ihm andere Büros geraten, er soll abreißen und neu bauen, dass sich das Ganze wirtschaftlich nicht lohnt. Aber was wir auch selber sehr begrüßen, er hat gesagt, nein, er will den Bestand erhalten, er will den Bestand sanieren. Und wir haben relativ früh eine Bodenuntersuchung gemacht, da komme ich jetzt gleich dazu, die erforderte, dass tatsächlich der komplette Boden dieses Hoteltrakts erneuert werden musste und die Fundamente neu unterfangen werden mussten. Und das hat ordentlich Kosten verursacht. Aber nichtsdestotrotz haben wir das durchgezogen und werden es hoffentlich dann auch jetzt bald dann komplettieren können. Also es wurde dann zur Gebäudeklasse 4 und wir haben auch die Brandschutzplanung und das Brandschutzkonzept dazu gemacht. So, hier sieht man mal den Grundriss Erdgeschoss. Hier in dem Bereich der Hoteltrakt, hier vorne der alte Gasthof und dazwischen der Zwischenbau mit dem neuen Foyer, mit dem Frühstücksraum und in der Mitte das Betontreppenhaus. Das hier ist die Aufstockung. Dazwischen die beiden Bestandsgeschosse des Hoteltrakts, die habe ich jetzt mal ausgespart. Man sieht also auch hier, wo die Trennwände der Zimmer hier sind, sind auch in den anderen Geschossen die Schotten, also diese Betonschotts, die das Tragwerk darstellen. Das war damals der Entwurf, einer der ersten Entwürfe. Und hier sieht man im Schnitt den Verbindungsbau, also im vorderen Bereich. Hier in dem Bereich ist dann, also da, wo man hier oben diese Erhöhung sieht, da ist dann der Treppenhausschacht mit dem Aufzug. Und wir haben hier Keller, wir haben den Frühstücksraum mit einer Galerie. Und dann darüber noch ein Geschoss mit Konferenzraum, der dann letztendlich aber doch kein Konferenzraum wurde, sondern eine Suite. So, hier kam dann die Überraschung. Wir haben Bodengutachten machen lassen. Das empfiehlt sich immer bei einer Aufstockung, auch im Bestand, also durch die Kellerbodenplatte hindurch. Und das Ergebnis war leider vernichtend. Das Ganze stand auf einem großen Nichts. Da ist damals, als dieser Hoteltrakt gebaut wurde, ist wirklich dann der Bauschutt, der abgebrochen wurde, von wahrscheinlich Wirtschaftsgebäuden da hinten standen, der ist einfach dann in die Baugrube geworfen worden und das war dann die Gründung für dieses Gebäude. Und wir mussten den überhaupt erstmal einen tragfähigen Untergrund schaffen und dafür mussten wir leider die Fundamente komplett verstärken. Hier rechts sieht man mal eine Skizze dieser trapezförmigen Verstärkungen der Fundamente. Ja, sogar sah das Ganze dann in der Praxis aus. Und das war natürlich in den Gesamtkosten eine Überraschung. Die ganz ursprünglich bei den allerersten Kostenschätzungen und Berechnungen gar nicht berücksichtigt wurde. Und mit sowas muss man im Bestand leider immer rechnen. Ja, hier sind wir jetzt schon in der Bauphase, in der Rohbauphase. Da sieht man jetzt in Beton schon den Treppenhausschacht, den Treppenhausturm.
Das hier ist nochmal von vorne der alte Gasthof. Hier hinten in Rot sieht man schon den Zwischenbau. Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten im ursprünglichen Entwurf, hatten wir wirklich die Fassade komplett durchgezogen als ein Band und wollten auch hier dieses Glasfenster von dem Frühstücksraum ein bisschen rausziehen. Aber das wurde leider nicht genehmigt. Vor allem die durchgehende Fassade war von der Denkmalschutzbehörde nicht gewünscht, weil es halt dort in dieser kleinteiligen Altstadt mit sehr viel, sehr schönem denkmalgeschütztem Bestand keine so lange Fassade bis dato gibt. Und wie gesagt, haben sie möchten eigentlich diese Kleinteiligkeit erhalten. Und deswegen mussten wir den Neubau von dem Altbau auch wirklich optisch absetzen. Ja, hier ist das Ganze mal von innen. Also hier kann man wirklich einen Holzbau erleben, von außen weniger, aber von innen ist er wirklich klar definiert und erlebbar. Wir haben eine Welt, die ich im Übrigen sehr gerne einsetze im Holzbau. Einmal, weil man je nach Qualität auch gleich eine fertige Sichtqualität hat, dann sind sie vom Schallschutz her besser zu handeln als eine Holzbalkendecke und sie haben eine geringere Aufbauhöhe. Hier ist jetzt der Steg, der vom Altbau, vom Gasthof zum Treppenhaus führt, über dem Foyer und über dem Frühstücksraum. Ja, hier mal eine Skizze noch des Frühstücksraums. Rechts sieht man ihn fertig. Ja, schade, dass die Marlene jetzt nicht mit dabei ist. Die hat nämlich also einige von euch kennen ja die Marlene Korf und die hat die Skizze links angefertigt. Die war bei dem Projekt nämlich mit dabei. Hier ist ein Zimmer. Ja, und so sollte das Ganze dann fertig aussehen, wenn dann auch die Aufstockung dann der einst steht und dann werden auch diese Lodgen hier, also es soll halt auch energetisch saniert werden und dann werden auch die Lodgen hier dann geschlossen. Upsala, die Folie habe ich vergessen auszuschalten. Ein Projekt, das ich eigentlich aus Zeitgründen sparen wollte. Genau, jetzt kommen wir zu dem Projekt, das ich als Worst Practice zeigen wollte. Das ist gerade ein Sanierungsauftrag meines Mannes. Der ist vor einigen Monaten als Gutachter zu einem Schaden gerufen worden. Man sieht hier, das ist eine Aufstockung mit 6 Wohneinheiten aus dem Baujahr 2011. Wurde von einem Bauträger erstellt. Und ja, wie das halt oft so ist, es wurde an einer guten Planung gespart und es wurde am Architekten gespart. Ja, und an den Kosten und an der Qualität. Und es zeigte sich halt hier innen im Innenraum Feuchtigkeit. Und das waren so die ersten Untersuchungen. Das sieht ja noch alles relativ harmlos aus. Da wurde aber erhebliche Feuchtigkeit festgestellt, dann wurde geöffnet. Die Balken sahen da schon gar nicht so gut aus, wie man hier sieht. Also auch die USB-Platte unter dem Bodenbelag zeigt da schon erhebliche Schäden. Ja, und so sah das Ganze außen aus nach der Öffnung. Also es ist wirklich alles komplett weggefault. Das hier ist jetzt sogar im Innenbereich, da sieht man, dass der Boden, ihr könnt die Zahl nicht erkennen, das sind 8 cm, der Boden zum Teil 8 cm wirklich abgesackt innen. Das ist jetzt nochmal außen die Terrasse, da sieht man das hier in dem Bereich, wo die Terrasse aufgeständert war, wo die Auflager waren. Da haben diese Auflager schon geholfen, um das Holz zu schützen. Zumindest besser zu schützen. Ja, und hier sind die damaligen
Ausführungspläne, die ursprünglichen. Und da sieht man, dass die Balken in der Konstruktion stellenweise zur Terrasse einfach tatsächlich durchliefen. Und die waren auch, also die Balken für der Terrasse wurden auch in der Höhe nicht unterschieden. Also es gab keinen Unterschied zu den Balken im Innenraum. Es gab keine gescheite Abdichtung. Und die Balken waren nicht überdämmt in der Terrasse. Und was auch noch besonders lustig war, also man sieht hier einen Schacht, das ist ein Abluftschacht des Bestandsgebäudes. Und der wurde einfach überbaut. Also er wurde nicht fortgeführt, sondern einfach auch mit einer Holzplatte überdeckt und oder mit einer USB-Platte und überbaut. Und das hat natürlich ein Windzug ist da entstanden und da ist extrem viel Feuchtigkeit in dem Bereich auch kondensiert. War aber nicht die einzige Ursache. Also hier gerade also Terrasse, die war natürlich im katastrophalen Zustand. Das hier ist jetzt die neue Konstruktion, also die wird komplett ausgetauscht. Und hier sieht man, da sind jetzt die neue Balkenlage der Terrasse ist keilförmig angeordnet mit Entwässerung nach außen und auch so niedrig, dass die jetzt überdämmt wird. So sieht das Ganze jetzt mitten in der Sanierung aus. Da sieht man die alten Holzbalken und die werden jetzt seitlich verstärkt. Und hier hinter dieser Plane besteht tatsächlich noch jetzt der Wohnraum, also die Wohnungen werden jetzt nach und nach saniert und bleiben auch zumindest in Teilen bewohnt. So, hier nochmal ein Bild von innen. Und hier sieht man, also in dem Bereich war das also tatsächlich einfach diese Holzbalken nach außen durchgelaufen sind. Und der feuchte Schaden zog sich aber nicht komplett in die ganze Wohnung, sondern nur die ersten 1 bis 2 Meter, je nach Bereich. Also die Terrassen draußen sind natürlich komplett weggefault, aber der Großteil der Innenbereiche konnte gerettet werden. Ja, so sieht das jetzt aktuell aus. Das ist jetzt die Neukonstruktion der Terrasse, die keilförmigen Balken mit Gefälle nach außen. Und die werden dann noch überdämmt. Darauf kommt dann also hier kommt jetzt die Notabdichtung, das wäre noch überdämmt und oberhalb der Dämmung ist dann die wasserführende Schicht. Ja, und das Happy End Volk steht da jetzt, weil das Ganze ist jetzt noch im Bau und die Bauern freuen sich definitiv jetzt aktuell gerade, dass es kein Totalschaden geworden ist, wie es ursprünglich in den ersten Gutachten festgestellt wurde. Ja, das war jetzt ziemlich genau Punktlandung mit einer Stunde. Doch etwas länger als geplant, obwohl ich so durchgeflogen bin. Und ja, vielen Dank dafür, dass ihr alle so lange durchgehalten habt und fürs Zuhören. Ja, es hat gerne. Sehr viel Spaß gemacht zuzuhören und zuzuschauen vor allen Dingen. Es gab ja doch eine Menge, was man auch sehen konnte. Und, genau, wir hatten am Anfang ja auch kurz darüber gesprochen, dass es toll ist, auch Schäden lernen zu dürfen. Mhm. Und ich glaube, das hat dein Vortrag hier auch sehr gut rübergebracht. Also behaupte ich jetzt einfach mal, nicht so viele Menschen, die gerne über Schäden oder Fehler, eigenes waren jetzt nicht alles, nicht die eigenen Fehler, aber das ist ja sowas, was man nicht so gerne preisgibt häufig. Und das ist absolut wichtig, um auch die Angst davor zu nehmen, Bauen im Bestand richtig anzupacken. Das ist etwas, was natürlich für viele Überraschungen sorgen kann. Da weiß man manchmal nicht so ganz die Historie, was da so alles gewesen ist im Gebäude. Und ja, viele Dinge kann man untersuchen. Das Mauerwerk kann man untersuchen, den Boden kann man untersuchen, haben wir jetzt gemerkt. Da gibt es Möglichkeiten, aber trotz allem, alles kann passieren. Genau. Und alles kann aber auch gelöst werden, hast du gesagt. Genau. Und das ist das Schöne daran. Also ich glaube, man muss es einfach offen angehen. Und insofern fand ich den Vortrag ganz toll, nicht nur von der Seite, sondern auch
elektronisch, wirklich tolle Beispiele. Also super. Sehr schön. Ganz, ganz, ganz toll. Jetzt spreche ich mal einfach so für alle. Ich glaube, die Christina hatte sich eben noch mal gemeldet. Ja, ich hatte, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, so ein Klatschen. Ach so, danke. Ihrer Teilnehmerliste gesehen, genau. Ich lese jetzt einfach mal kurz vor. Im Chat gibt es noch einen Beitrag. Vielen Dank für den interessanten Einblick, insbesondere auch zum letzten Projekt. Genau. Mhm. Ja, dann würde ich jetzt ganz einfach nochmal die Frage an die Runde stellen. Gibt es noch Fragen, die während des Vortrags oder jetzt auch im Nachgang aufgetaucht sind? Wir haben ja mittlerweile doch noch ein paar Teilnehmer dazu bekommen, die dann im Laufe der Zeit sich noch eingeklinkt haben. Das ist ganz schön. Auch nochmal kurz herzlich willkommen. Ich hatte es aber zwischendurch auch gesagt, die Fragen dürfen im Chat gestellt werden. Da kommt auch eine Frage noch, genau, und zwar, welche Kosten sind entstanden durch die Sanierung beim letzten Projekt? Die entstehen noch. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil das tatsächlich ein Projekt meines Mannes ist, aber was ich zuletzt mitbekommen habe, ist, dass die Bauherren haben vor Gericht gewonnen. Deswegen wurde jetzt erst einmal eine 500.000 freigegeben und von der Versicherung. Und wie es im Moment aussieht, werden aber die Kosten, werden die Baukosten nochmal erhöht. Also wahrscheinlich wird es eher eine ganze Million reine Sanierungskosten. Ja, das war spannend, das Projekt. Das letzte Projekt. Und warum frage ich nach den Kosten? Weil, ja, das war jetzt ein größeres Projekt natürlich von dem Bauträger. Offensichtlich haben Sie erzählt. Aber auch bei privaten Bauherren wird ja sehr gerne an der Planung gespart. Genau. Ne, da wird ja gerne mit der Onkel vom Bruder und der Cousin vom was weiß ich. Die haben auch schon mal gebaut. Zeichnet dann mal einen Plan und dann wird irgendwas gemacht. Und dann kommt der Bauträger und sagt, ich mach's günstig. Genau so ist es. Und an der vernünftigen Planung für eine Aufstockung, Sanierung, habe ich jetzt auch gerade auch wieder das Thema, wird ja sehr gerne gespart. Und deshalb kam diese Frage nach den Kosten für tatsächlich diesen immensen Aufwand, den jetzt diese Schäden gebracht haben, im Verhältnis eher zu den eigentlichen Baukosten. Also was hätte eine vernünftige Planung gekostet von Anfang an, wo man das Problem gar nicht gehabt hätte? Wesentlich weniger. Was waren die Baukosten und was ist jetzt obendrauf gekommen, weil man sich dieses bisschen ordentliche Planung, ne, ist ja immer nur ein bisschen im Befehl gespart hat. Bedenke, das ist ja jetzt keine 9 Jahre alt. Das ist schockierend. Und davon gibt es etliche. Ich weiß leider, eine gute Freundin von mir macht Bauschäden, also ist Gutachterin für Bauschäden, arbeitet fürs Gericht. Von daher, ich weiß leider, dass das so ist, ja. Aber was sagen, also Sie sagen ja, es ist ein Projekt Ihres Mannes, aber Sie kriegen es ja mit. Genau. Wie häufig ist das der Fall? Ja, er lebt davon. Er macht auch nur noch Bauschäden. Finde ich gut wahrscheinlich, gell? Weil es immer schön reinkommt. Ja, also er muss im Gegensatz zu mir keine Akquise betreiben. Ja, also gerade tatsächlich der Holzschutz ist ja sein Spezialgebiet und es ist schon wirklich spannend, was wir da sehen. Aber auch sonst Versicherung, also er arbeitet viel für Versicherung, nicht nur im Bereich Holzbau, Holzschutz und es ist wirklich so spannend, was wir da an Schäden erleben. Da hat man wirklich viel draus. Ja, sonst sind bislang keine weiteren Fragen aufgetaucht. Aber angesichts der Zeit würde ich vielleicht an der Stelle auch sonst die Runde schließen mit dem Hinweis, dass wir vielleicht noch in den nächsten Wochen und auch Monaten noch mehr zu dem Thema hören können. Das Webinar findet ja immer dienstags statt. Dienstag 19 bis 20 Uhr, immer derselbe Link. Das heißt, wenn ihr schon einmal dabei wart, dann ist es ein leichtes, nochmal dazuzukommen. Gerne auch speichern oder wiederfinden. Ja, genau.
Genau, das Webinar haben wir aufgezeichnet. Das wird auch dann nochmal bei uns im YouTube-Channel hochgeladen. Übernächste Woche hören wir einen Vortrag von der TU München zum Thema Ökobilanzen. Wie geht das also richtig? Vielleicht auch welche Hürden es da gibt. Auch da gibt es ja einiges, was noch entwickelt werden muss in der Baubranche, sei es jetzt auf Seiten der Produktdaten oder eben auf Seiten der Prozesse, damit das auch gut und flüssig Eingang findet. Und ja, das ist so die Vorausschau. Und dann würde ich sagen, Beatrice, nochmal vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Sehr gerne. Vielleicht noch kurz, also falls noch Fragen auftauchen, könnt ihr euch auch gerne direkt an mich wenden über Architects for Future, über die Telegram-Gruppe. Könnt ihr mich ja einfach auch direkt kontaktieren. Das ist also sehr über gut. Telegram anschreiben. Genau, ein guter Hinweis. Und auch aus dem Chat nochmal vielen Dank. Der Vortrag war sehr spannend. Hat Deborah geschrieben und Anja, ein sehr interessanter Vortrag, ein spannender Vortrag von Cindy, also sehr viel Lob. Super. Und das kann ich auch nur noch mal bestätigen. Vielen herzlichen Dank. Super, ja, danke schön. Dann einen schönen Abend. Ja, euch allen auch und jetzt auch in den Biergarten. Ja, so machen wir das. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss.